Aha. Jetzt kommt das Signal. Jetzt haben wir das zweite Mal das Sprengsignal 2, von dem wir gerade gesprochen haben. Und jetzt dürfte es soweit sein, dass der Countdown losgehen kann. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sprengung! Was für Bilder, die wir da gerade sehen. Die riesige Staubwolke, die macht sich hier schon breit. Ich habe hier schon jubelnde Leute gehabt von dem Reisch-Team. Also da scheint pure Erleichterung zu sein. Wow, ich muss sagen, also wir stehen hier direkt 250 Meter daneben. Das ist schon ein tolles Gefühl. Ganz, ganz tolles Gefühl. Das war eine ganz tolle Sprengung gewesen. Auch der Staub verhält sich richtig. Heißt, richtig verhält sich der Staub? Er wird sich nicht zu uns herbegeben, denke ich mal. Und es ist ein bisschen Wind aufgekommen. Der wird jetzt weggetragen. Und ich denke, das ist auch in wenigen Minuten zu sehen, was das Sprengergebnis gezeigt hat. Wir sollen mal zur Seite gehen, haben wir den Kollegen gesagt. Nein, 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 wir sollen mehr ins Bild gehen. Okay, die Kollegen sagen uns, wir sollen uns mehr Richtung Bild bewegen. Und wir haben hier noch mal eine richtig langsame Einstellung, wo wir noch mal die Sprengung des Turms sehen. Das wäre wichtig, das wäre schön. Momentan, ja, da sehen wir sie. Das ist der Kollaps, der sofort stattfindet und sehr, sehr ausgesprochen gut stattfindet. Sie sehen jetzt, der Kern ist freigelegt und jetzt hat schon die Faltung des Kernes begonnen. Von uns abgewandt, der obere Teil fällt sachgemäß, also ganz, ganz toll. Das, was man sehen konnte bis jetzt, eine ganz perfekte Sprengung. Toll. Da können alle zufrieden sein, oder? Aber sehr zufrieden. Und ich denke, es ist nicht nur die Sprengfirma, die zufrieden sein kann. Alle Beteiligten und auch in unserer Branche ist das natürlich eine sehr gute Referenz für die Sprengung als solches, für Abbruchsprengung insgesamt in Deutschland. Sind Sie erleichtert, wenn man diesen Turm so majestätisch fallen sieht? 50.000 Tonnen Stahl und Beton, dass das so einfach aussieht? Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, weil man doch zeigen kann, dass wir hier in Deutschland Experten haben, die in der Lage sind, sowas ordnungsgemäß vorzubereiten und schadensfrei letztendlich auch auszuführen.